Die betriebliche Gesundheitsförderung nimmt mittlerweile bei vielen Unternehmen eine zentrale Rolle ein. Auch die Salzburg AG versucht mit einem breiten Angebot von Lauftreffs und Yoga bis hin zu Rückenfitkursen die Gesundheit der Mitarbeiter zu stärken und somit Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen. Eine besondere Gesundheitsschulung gibt es in diesem Jahr für die Obusfahrer. An 24 Terminen lernen die Teilnehmer von einem Physiotherapeuten, wie sie zukünftig Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich vermeiden können. Mittels unterschiedlicher Tests findet der Physiotherapeut heraus, wo die Ursachen für mögliche Beschwerden liegen. Klassischerweise Schulternacken. Das ist einfach aufgrund vom Sitzen ist da wahnsinnig viel Spannung, weil die Position des Kopfes oft nicht in der richtigen Stellung ist im Vergleich zum restlichen Körper und Lendenwirbelsäule trotzdem auch noch. Das Wichtige ist, sie lernen individuell für ihren Körper, für ihren Bewegungsapparat und für ihre Beschwerden sofort Hilfen. Ich kenne natürlich genug Kollegen, die ähnlich unterwegs sind wie ich von der Zeit her und die vielleicht nicht zum Sport machen viel Zeit haben, die ja mit dem Übergewicht oft kämpfen oder anderen Sachen. Und ich glaube, da kann man wirklich sehr viel umsetzen davon. Mit einfachen Übungen zeigt der Gesundheitsexperte allen Teilnehmern leicht durchführbare Anleitungen zur Selbsthilfe. Das Wichtige ist, dass sie zwischen den Fahrten oder einfach ganz kurze kleine Bewegungen machen, dass der Körper das kriegt, was er braucht, nämlich sinnvolle Bewegung. Weil wenn er lang in einer Position ist, egal ob es jetzt Sitzen oder Stehen ist, also in dem Fall bei den Busfahrern ist es beim Sitzen, ist es so, dass der Körper einrastet und in einer Fehlhaltung verharrt. Und aus dieser Fehlhaltung sinnvoll ausbrechen, also einfach ein paar Bewegungen, Kleinigkeiten machen, das ist das, was sie beitragen können. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, man sieht seine Defizite, die man einfach hat nach den Jahren. Und es sind praktische Übungen, die man eben an einer älteren Stelle zum Beispiel oder natürlich zu Hause gut umsetzen kann. Zusätzlich wird für jeden Obusfahrer der Fahrerstuhl ergonomisch richtig eingestellt und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Jeder Fahrer hat seine persönlichen Daten auf einer Karte gespeichert und findet so schnell in die richtige Sitzposition. Und wir haben es jetzt so eingestellt, dass es möglichst ideal ist für jeden, dass einfach das Verhältnis Kopf, Schulter, Nacken, Becken gerade ist und dass sie dann einfach da weniger Beschwerden haben. Man kriegt das sogar gezahlt bei uns. Ja, also das ist wirklich, wie wenn ich jetzt arbeiten würde. Ja, also ist ja das sehr entgegenkommend, weil hingehen könnte man theoretisch überall, aber wer hat die Zeit? Das ist schon ihre Wertschätzung der Firma, von der Firma gegenüber den Busfahrern, finde ich super. Gesunde, zufriedene, motivierte und produktive Mitarbeiter sind das Erfolgsrezept eines jeden Unternehmens, wenn es darum geht, aktuelle und künftige Herausforderungen zu bewältigen.